Bruder und Vater der Ermordeten bei Gericht. Nur schwer können die Angehörigen ihre Anspannung verbergen. Als der Nigerianer den Saal betritt, sehen sie den mutmaßlichen Mörder ihrer geliebten Sopika zum ersten Mal. Mit 22 Messerstichen soll er die Flüchtlingshelferin erstochen haben. Seitdem ist für die Familie nichts mehr, wie es vorher einmal war. Der Vater ist bis heute nicht in der Lage, arbeiten zu gehen. Die Mutter war in psychologischer Behandlung und ist gestern unmittelbar vor dem heutigen Termin zusammengebrochen. Ein totales Desaster für die Familie. Im September 2016 kommt Anthony E. nach Ahaus in Nordrhein-Westfalen, geht in dieser Einrichtung für Flüchtlinge ein und aus. Die 22-jährige Sopika engagiert sich hier ehrenamtlich. Laut Staatsanwaltschaft kommen sich die beiden dort näher, bis die Studentin die Beziehung beendet. Offenbar der Auslöser für die anschließende Bluttat, die Folgen hat auch für die Flüchtlingshilfe vor Ort. Auf allen Ebenen hat diese Tat für Entsetzen gesorgt. Ja, wichtig war allen Beteiligten, für ausreichend Gespräche und Begleitung zu sorgen. So haben wir zum Beispiel die Themen unterschiedliche Rollen der Geschlechter in den Kulturen nochmal angepasst. Wir haben den Umgang mit traumatisierten Menschen nochmal angepasst. Kein Helfer habe seitdem sein Ehrenamt aufgegeben. Bislang schweigt der Angeklagte zu den schweren Vorwürfen. Welche Beziehung er wirklich zu Sopika hatte, wird die Familie vielleicht nie erfahren.